Pick and Bun. Die Mysterious Monkeys. Leute, da ist er. Der gute No Way For You ist am Start. Ja, wir kennen ihn alle. Ein sehr entspannter Dude. Ein sehr schöner, sehr lehrreicher Stream, wenn er Twitch unsicher macht. Gegen ESG. Bei ESG hat mir ein was nicht gefallen, und zwar das Early Game. Das war wirklich nicht überragend. Ich stehe mal auf, damit man mich in voller Pracht sehen kann. Immer noch sehr viele Fragen zu spinnen, aber das ist okay. Fakt ist, Nidalee-Bahn, Fiora-Bahn, Gangplank-Bahn, das sind sehr, also Gangplank sehr häufig draußen. Ich bin irgendwie kein großer Freund mehr vom Gangplank. Die Ultimate ist immer noch krass, okay, da können wir uns drauf einigen, aber der Rest ist irgendwie so ein bisschen clunky-pupunky. Ja, Geduld immer noch. Das sind sehr, sehr viele Picks noch offen. Lulu rausgenommen, das ist ein Pflichtbann auf der roten Seite, weil die blauen Seite wird es abusen. Ich denke, dass es auch mehr so Richtung Spitzenspiel hier geht. Das ist definitiv eines der stärkeren Duelle. Na, Leisure und TDD sind auf der anderen Seite. TDD Toybox, by the way. Und hier... Ah, das ist schon eine sehr saftige Begegnung. LeBlanc nun gebannt. Magi Felix kann also diesen Champion nicht picken. Hat eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Und der letzte Bann. Könnte ein starker AD Carry sein oder ein Toplaner. Wir haben noch ziemlich viele Tanks da oben offen. Also wirklich noch eine sehr kernige Auswahl. Poppy hat man jetzt rausgenommen. Haben sie fast immer gebannt. Ich glaube, es ist mittlerweile nicht so Poppys OP, sondern Poppy geht mir auf die Ketten. Kalista wurde eingeloggt. Sehr starker Champion. Hier bin ich jetzt gespannt, ob Zedrion mit dem Meta, sage ich mal, mitgeht und sagt, Leute, ich picke jetzt Jhin, weil Fnatic, oder wie sie jetzt quasi heißen, Jhinetic, hat brutal gut bei den Intel Extreme Masters mit Jhin gespielt. So richtig gut. Und Kalista ist eigentlich der lane-dominanteste ADC, den es gibt. Man hat ja gesehen, dass sie selbst, wenn sie Lane verliert, einfach locker zurückkommt. Zedrion hat aber auch brutal gut gespielt. Na, Zedrion ist definitiv ein sehr, sehr starker ADC. Können wir wenig gegen sagen. Alistar ist offen. Alistar würde ich jetzt auch picken wollen. Entweder Alistar Braum, wahrscheinlich eher lieber Alistar, weil du willst der Kalista etwas wegnehmen. Wenn sie die Alistar-Kalista-Kombo bekommen, dann alles, was ich reimt, ist OP. Das wäre nicht klug. Sie werden auf jeden Fall Braum erhalten, das ist schon ärgerlich genug. Nehmen jetzt Alistar. Jesus sei Dank. Nautilus finde ich auch okay. Fawns hat jetzt mehrmals mit ihnen gespielt. Kommando-Banner, Z-Ward-Build nach wie vor sehr gut. Es wurde von Lost in Notation nicht perfekt gespielt. Teleport-Einsatz war quasi not existent. Der gute Gragas soll es für Lama Bear sein. Einer der stärkeren Jungler, die noch übrig sind. Es gibt noch die Möglichkeit, Graves zu picken. Elise ist auch noch am Start. Na, das sind alles Champions, die man sich definitiv noch gönnen kann. Möchte man hier erfolgreich sein. Ich würde jetzt noch vorschlagen, einfach Braum zu nehmen, um nicht beide Picks oder Thrash geht auch. Also irgendein Support, damit man die Mitte und die Toplane so lange wie es geht verdeckt. Das macht die rote Seite, die blaue Seite so. Die rote Seite hingegen hat ja schon Nautilus gezeigt, nimmt jetzt also den ADC und den Jungler. Und ja, hier würde ich definitiv Elise nehmen, ist ein Standard. Dies mag ich zwar nicht, weil es ein bisschen, also ich finde sie okay, also das finde ich sehr langweilig. Gucken, was Conan da auspackt. Hat im letzten Spiel einen sehr guten Baron-Stil gewagt. Sogar einen sehr wichtigen, weil hätte Lost in Rotation den Baron bekommen, hätten sie ganz gut nicht finishen können, aber sehr viele Turrets holen können. Und damit ihre Komposition, die ein bisschen abfällt, was die Top-Line angeht, etwas retten können. Und man überlegt nun lange. Lucian muss man nicht lange überlegen. Ich finde es schade, ich hätte lieber Jhin genommen. Jhin ist einfach cooler. Aber auch schwerer zu spielen, weil du musst halt wirklich gut stehen. Also das Seltsame an Jhin ist, es gibt viele AD Carries und Fnatic hat es auch vorgemacht, die gegen Kalista klarkommen, aber er hat auch offensichtlich Schwächen. Er ist halt unmobil des Todes. Am Anfang gegen Gragas, Kalista, Thrash und dann da einmal erwischt du das GG. Aber sie ist, haben mir auf mich quasi gehört, nehmen Elise, ist total in Ordnung. Und jetzt ist die Frage, was nimmt man als Toplaner, was nimmt man als Midlaner. Toplane kann man jetzt einfach einen Tank dagegen stellen. Würde ich absolut legitim finden. Tank kann da wunderbar
gegen Nautilus mithalten, kann auch auf Zerod oder sowas gehen. Also irgendwas, was sich das Zerod leisten kann. So einen richtigen Playmaker gibt es da oben jetzt eigentlich nicht mehr, außer sie sagen, wir gehen Quinn. Und Quinn kriegt, denke ich, auf die Schnauze. Das finde ich eine gute Idee. Sie sagen Graves Toplane. Graves ist super. Super viel Wave Clear. Hat natürlich jetzt nicht das Zerod Kommando Banner Bild, aber macht abartigen Schaden und man kann ihn so ein bisschen Off-Tank-mäßig bauen, was wir schon gesehen haben mit Death's Dance, Sterax, Marth Mamotius, Phantom Dancer, holy shit. Da kriegst du halt diese 900er Mega-Crits ab, obwohl der nur 250 Base-Damage hat. Na, der ist da definitiv ein starker Charakter. Und Anivia again. Na, ich weiß nicht, ob man da Maggie Felix ein bisschen trollen will, aber Anivia ist jetzt schon das zweite Mal dabei. Ist, glaube ich, auch auf Champion.gg gar nicht schlecht unterwegs. Und ist halt ein Champion, der alles mitbringt. Ne? Super Base Damage, super guten Wave Clear. Das Einzige, was er nicht hat, ist Mobilität. Aber da muss man halt durch. Dafür ist das Ei da, damit man diesen Engage überlebt. Beziehungsweise den Gragas immer in der Mitte kreisen lässt. Denn wenn das Ei draußen ist und somit auch viele Spells, hast du halt den übelsten Re-Engage. Mit der Wiedergeburt. Ja, möchte ich schon was sagen. Twisted Fate soll es aber nun sein. Stellt sich nun der Anivia in der Mitte. Total okay. Beide können sich gegenseitig gut umbringen. Anivia mit mehr Schaden offensichtlich zur Verfügung, weil ihre Ult Schaden macht. Aber die Gold Card mit dem Cocoons und so weiter, die bereitet den Kill unglaublich gut vor. Und Anivia ist zwar gegen den TF ganz gut gewappnet, wie bereits erwähnt. Sie hat einfach mehr Schaden und er müsste auch mehrere Spell Rotations wagen. Aber eine Elise ist sehr gut gegen das Ei zum Beispiel. Na, sie hat halt übelsten Schaden mit dem Frenzy, übelsten On-Hit-Damage mit den Spinnen, wenn ein Objekt sich nicht bewegt. Ja, weshalb sie auch unter anderem nicht schlecht im Jungle ist, weil sie einfach mit den Spinnenkumpanen viel Damage macht. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel, gerade beim Runic Echo. Gut, so sehen die Teamkompositionen aus. Ich finde beide absolut vertretbar. Grace gefällt mir als Antwort auf Nautilus besonders gut. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und sehen uns dann. Einen Moment. Ich muss jetzt kurz was schauen. Ja, sehen uns dann nach der kurzen Werbung wieder. Ja, kommt rein. Das ist es. Die Küche selbst gebaut. Kaffee? Gerne. Ja, setzt euch doch. Endlich genau mein Ding. Das neue Wüstenrot Wohnsparen. So wohnst auch du bald, wie du willst. Wüstenrot. Wünsche werden Wirklichkeit. Gewinne jetzt 2 Gamescom VIP-Tickets und viele weitere tolle Preise. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-switch to quickly access the setting and switch between save modes. Adjust the angle effortlessly for maximum comfort. Gaming-PCs und Notebooks mit neuester Hardware sofort nach Release gibt's bei One.de, der Nummer 1 für Gaming in Deutschland. Riesige Auswahl, perfekter Service und schnelle Lieferung. Kauf schlau und freu dich auf PCs, Notebooks, Tablets und Zubehör für noch mehr Spielspaß. Geh jetzt auf One.de und klick dich rein. One.de, your system, your choice.
Oh yeah, und genau zur richtigen Zeit sind wir auch schon im Loadscreen. Mit Loadscreen meine ich, dass ihr den nicht seht, weil wir gleich ins Spiel hüpfen. Tada! Wunderbar! Wir haben mittlerweile das Halbfinale. Oh lol. Mittlerweile das Halbfinale erreicht mit Lag anscheinend. Lag. Und die Begegnung lautete Mysterious Monkeys gegen ESG. Mysterious Monkey Titelverteidiger, by the way. Na, haben einfach abartig gut gespielt. Damals in Krefeld, na, als Legenden geboren worden. Krefeld war übrigens sehr schön. Na, wer da vor Ort war, hat mich gesehen. Na, da lernt man noch einige Leute kennen, die man im Twitch-Chat, sag ich mal, kennengelernt hat. Na, das ist auch immer sehr, sehr, sehr feines. Aber ja. Die Fragen im Chat. Ah, sie wiederholen sich. Sie wiederholen sich, meine Freunde. Aber wenn ihr euer Idol sehen wollt, na, dann folgt ihm doch auf Twitter. Twitter! Denn da ist immer alles. Da zwitschert's ein ins Ohr. Ja. Dumm, aber schlau. Das ist das Motto. Das ist das Motto. Is Mordo. Okay. Ah, man merkt schon, das Gespamme ist da. Das ist auch so eine klassische Formation, ne, wo jeder den Eingang so bewacht. Keine Lane-Swaps oder sowas. Na, das brauchen wir ja nicht. Diese ganzen Boosted-Strategien. Wir brauchen einfach nur The Battle of the Lanes. Wobei die Top-Lane ein bisschen spannender wird als im letzten Spiel. Na, Grace ist da definitiv ein ziemlich cooler Dude. Ich hoffe persönlich auf das Death Stance Bild. Aber wahrscheinlich würde es nicht so sein. Ich denke, der Morph Mamotius kann hier gut anvisiert werden. Ghostblade ist auch nicht schlecht. Also, Graves hat, wenn man das überhaupt ein Problem nennen kann, die Problematik, dass er viele gute Items tragen kann. Na, aber es passen halt nur 6 bzw. eher 5 ins Gepäck. Denn die Schuhe, die lassen wir jetzt einfach mal außen vor, meine Söhne. Der gute No Way For You. Der ist in der Mitte. Den kennen wir ja aus den Streams. Ein sehr entspannter Spieler. Sehr ruhig. Immer darauf basiert, cool zu bleiben, nicht zu tilten. Sondern die Leute auch belehren, was das Ganze angeht. Ne? Kann man definitiv weiterempfehlen. Aber hier heißt es nur nicht Stream, sondern den Gegner fertig machen. Ne? Demütigen, deklassieren. Schönes Flay. Von Zayst Crank. Achso, ich bin ein bisschen Crank. Oh, der Hook, der war nicht schlecht. Ah, hätte jetzt ein gutes Flay folgen können. Hat sogar nicht auf Cooldown gehabt. Aber Poken. Oh, Double Flay. Jetzt aber das. Oh, der Knock-up. Mehr nicht. Ich dachte, es kommen mehr Schaden, aber Sedron, die werden ja ganz schön unter Druck gesetzt. Ne? Da sieht man, wie stark eine Kalista auf der Lane ist. Gerade wenn es noch ein guter Support ist. Ne? Kalista Thrash finde ich jetzt nicht so stark wie Kalista Alistar. Das reimt sich halt nicht. Aber er bringt halt mehr Utility mit. Ne? Ein Alistar, das Problem, wenn er einmal reingeht, dann ist er drin. So, dann war's das. Dann muss er damit was machen oder nicht. Thrash kann mit dem Hook auf Distanz bleiben und trotzdem diese Aufgabe mit dem Disengage erfüllen. Durch das Auspeitschen, durch die Ultimate. Das ist alles möglich. Und mit der Laternenmechanik hat es halt wunderbar auch Verbündete retten. Da ist der Lamabär. Der halbiert die Spinne. Kein gutes Ziel zum Repellen. Jeder. Oh, der Hook, der war close. Der ging da ein bisschen daneben. Wird aber trotzdem hier gechased werden. Man sieht es, der Base Damage von dem Gragas. Der ist natürlich auch etwas gestörter Natur. Oh, macht das hier definitiv nicht schlecht. Aber in der Top-Lane muss man Phones loben. Na, der wird hier unter Druck gesetzt, in den Turret gedrückt. Aber hat aktuell den besseren Farm sogar. Ja, gibt sich da größte Mühe. Nautilus Main. Aber das kann man es nicht sagen. Aber Botlane. Na, Upset. Bester Name für einen ADC.
dabei, hier sich ein bisschen jetzt reindrücken zu lassen. Das war der Vorteil vom Gank von Elise. Also wenigstens die Präsenz, dass sie in der Nähe war, hat geholfen, dass man mehr Druck aufbauen konnte. Aber Lamabär mit dem Lantern Gank. Klassisch. Ah, die Frage ist... Oh, da ist er. Oh, schönes Flash! Sedrio nun von dem Dash befreit, aber ist die Frage... Oh, der Bauchhammer, der war katastrophal. Der Hook hat nochmal ein weiteres Flash forciert. TP, zack. Da kommt er mit runter. Eine gute Fault. Schöner Damage. Upset, aber immer noch dabei zu kiten. First Blood geht ja an den Grace, denn der ist mitgekommen. Sedrio kann das Ganze ein Stück weit ausgleichen, aber der Damage vom Red Buff und vom Flay zu hoch. Lamabär kriegt hier das 2:1. Intox, kein Exhaust rausbekommen. Oder wollte es machen? Schön von Demonize. Kommt da mit. Na, wunderbar. So muss man es machen. Frühe TP-Plays werden da auf jeden Fall belohnt. Natürlich auch etwas Farm erhalten. Zack, pusht dann auch noch fleißig weiter. Midlane. Aua, der Damage vom E. Der kann sich sehen lassen. Wildcards, das war wichtig. Gedodged. Die zweite Karte oder diese wilden Karten. Wenn da jetzt noch einer getroffen hätte, dann hätte er gehen müssen. So, aber kann er noch bleiben. Defensiv nicht schlechtes. Wird noch diese Vasallen vernichten. Und anschließend, denke ich, die Basis aufsuchen. Oh, bitte. Den letzten kriegt er nicht. Aber war okay. Na, beide Teams definitiv bemüht. Leider kein Kill an Upset. Aber erst Kalista. Er wird damit klarkommen. Muss jetzt hier gegen den Cooldown-Hammer von Sedrion lang. Der wenigstens noch einen Kill geholt hat. Keine Frage. Aber es läuft bei den beiden. Ja, das Team definitiv bemüht, was draus zu machen. Aber ESG ist auch im letzten Spiel schon so ein kleines bisschen zurückgefallen und hat sich trotzdem retten können. Diesmal haben sie aber keine Kalista. Also Lucian ist auch krass gut. Kranke gut, kann man schon fast sagen. Aber ein Lucian bringt da diesen unfassbaren Crit mit. Jetzt die Möglichkeit. Der Damage, der war schon ziemlich hoch. Da musste Maggie Felix sofort flashen. Er wäre auch definitiv gestorben. Da wäre der Bauchhammer nicht schön gewesen. Zack, der Hook auf Intox. Der kassiert. TF jetzt aber mit dabei. Laterne schon mal um Schaden zu verhindern. Aber es reicht nicht mal ansatzweise. Schön gemacht hier von Maggie Felix. Kommt dann einfach mit der Ultimate dazu. Und das ist richtig, ne? Du musst die Botlane tilten lassen. Mit dem TF geht es wunderbar. Der kommt dazu, holt sich den Kill. Hat die Midlane auch gut rausgedrückt. Das ist mehr Farm. Also Win-Win. Plus, dass er TF ist. Also goldtechnisch gesehen, da definitiv gut dabei. Hier den Vergleich wagt. Der hat einfach 500 mehr. Das ist wirklich nur durch einen Assist. 500 mehr Gold. Da sieht man, was für Mechanics da unter anderem greifen. Und auch der Chat, der will all die Energie dem guten No Way geben. Man kann natürlich bei sowas nicht folgen. Es gibt Anivias, die mit TP arbeiten, aber gegen Goldcast, Cocoons, Knockups, ach was weiß ich alles. Das ESG hat übel viel CC zur Verfügung. Da kannst du ruhig einen Cleanse mitnehmen, gerade wenn du ein Champion bist, der eiskalt keine Mobility hat. Na, welche Ironie, wenn man fliegen kann, aber ja, leider nur mit 5 km/h. Ein bisschen zu wenig. Ludens Echo für die Movement Speed ist jetzt nicht so beliebt auf einer Anivia, dass man sich das instant gönnen möchte. Ah, die Energie, die fließt hier direkt in den Stream ein. Finde ich sehr, sehr schön. Na, der Chat. Chat muss immer eine lebendige Masse bleiben. Na, sonst macht es auch keinen Spaß. Na, sonst kann ich das leider durch Ironie nicht ernst nehmen. Das ist keine wellenförmigen Bewegungen darin geben wird. Ja. Hasakis, Kappas, in Massen, LOLs, GGs. Na, das sind alles schöne Dinge, die das Ganze lebendig machen. Na, das Gegenteil von lebendig ist der Seist. Oh, schönes Fass, der überlebt. Stark gemacht von Lamabär. Geslowed, genockbacked. Intoxin nicht exhausted, den guten Seist. Der ist auch richtig cool geblieben. Ja. Kein Fleisch verwendet. Nee, der ist noch auf Cooldown. Also, er konnte gar nicht cool bleiben. Wie ich das hier mitbekomme. Ja, jetzt hat er es erst wieder zur Verfügung. Schön gemacht. Ja, wirklich, wirklich schön. Kann man machen. Bezogen auf den Farm macht aber Sedrion seinen Namen alle Ehre. Sehr starker ADC. Ist auch wieder weit voraus. Und Toplane. Ist aber der Demonize am Dominieren. Hat er schon den Saber mit am Start.
Na, den Dirk. Oh, bestes Item. Zack. Mit den Wildcards, den du aufgemopst. Geht jetzt hier auf den... auf das Ghostblade. Kann man gut verstehen. Das Ding ist wirklich sehr, sehr stark. Penetration kannst du gut gebrauchen. Die Utility mit der Movement Speed ist immer wieder nice. Aber die Penetration ist natürlich nicht überragend gegen Ziele, die sehr viel Armor stacken. Das klingt ein bisschen ironisch, aber das Problem daran ist, dass Armor ja immer schlechter wird, wenn man viel davon hat. Und es hält sich quasi mit viel Armor gegen Penetration immer optimal die Waage, dass der Tank eigentlich einen Vorteil hat. Du willst ja mit der Durchdringung eigentlich die Ziele auf Null bringen. Oh, schöner Flash! Der Damage! Unnormal! Keine Chance! No Before You kriegt da locker den Kill. Jetzt muss er erstmal den Anker ertragen. Knockup ist da. Phones zieht sich aber zurück. TP geforst und noch die Ultimate von Phones. Sehr schön gemacht. Gute Kombo zwischen Llama Bear und dem guten No Way For You. Sehr sauber. Höllenzept und aber fertig für Magi Felix. Kann jetzt also mit der MR und mit der Aura viel anfangen. Hat er zuvor nicht ganz fertig gehabt. Guter Upset. Immer noch dabei, vom Farm her aufzuholen. Ist jetzt nur 10 hinten. Das ist nicht überragend viel. Trotzdem unangenehmer Wert. Kannst aber auf die Utility des Champions verlassen. Deswegen ist das jetzt nicht allzu tragisch. Ah, lassen jetzt auch die Wave ja nicht an den Turret ran. Demonize. Man sieht es, der Damage stimmt. Graves ist da mit genug Grundschaden dabei. Na, bei Graves muss man ein was noch hervorheben. Das ist eine sehr wichtige Mechanik. Seine Auto-Attacks scalen mit Level. Na? Und jetzt meine ich nicht den Schaden, sondern die prozentuale Verwertung scaled mit Level. Oh, erstmal hier Llama Bear mit dabei. Der ist schon wieder viel Schaden gefressen. Aber wir klicken ihn mal an. Und zwar, oh, das steht nicht da, das ist so ärgerlich. Aber Fakt ist, Graves hat quasi einen Base-Schaden von seinen Auto-Attacks, der prozentual steigt. Das bedeutet, auf niedrigsten Level nimmt er 70% seiner AD lediglich bei seinem Auto-Attack und rechnet pro Shot, entweder dreimal eventuell, schönes Fass, um den Turret zu halten, pro Shot nochmal 25% drauf. Ja, das heißt, er kann am Anfang sehr viel Schaden anrichten. Später, ab Level 14, ist der Auto-Attack von Graves, wenn man es mit anderen Champions vergleicht, wie ein normaler Crit. Na, er hat meinetwegen 100 Schaden. Und wenn er alle 4 Geschosse auf Level 14 gegen dich trifft, macht er 200 Damage. Das ist nicht fair. Na, und beim Crit, muss man dazu sagen, werden aus 4 Geschossen 8. Das heißt, ein Graves kann... mit einem Phantom Dancer, mit entsprechenden Items. Hier ist ein bisschen Mana-los, was ärgerlich ist. Minions blocken auch den Schaden. Also alles blockt den Damage, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ein Graves, sag ich mal, mit 255 Schaden kriegt einen 900er Crit raus. Was ja impossible ist mit jedem anderen Champion. Na, aber nicht mit ihm. Und das nur mit einem Crit-Item. Na, wenn er sich zum Beispiel Infinity Edge holt, sind es nicht nur 8 Geschosse, sondern 10. Graves ist da übel krank, was die Verwertung seiner AD mit Level angeht. Deswegen ist er auf der Top-Lane übel gut. Weil auf der Top-Lane hat er immer mehr Level als alle anderen. Ne? Er ist Level 10, Sedron Level 7 oder sein Kumpane Level 8. Profitiert von diesem Level extremste Sorte. Was sehr, 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 sehr Tolles. Aber er hat wenig Reichweite, das ist der Nachteil. Das ist der einzige Nachteil. Und Phantom Dancer ist natürlich in seinem Bild optimal aufgehoben, weil Phantom Dancer kostet nichts. Das Item ist einfach so billig. Die haben das Ding echt fast for free gemacht, bloß dass du ein besseres 1 gegen 1 Potenzial hast aufgrund der 12% Reduzierung. Und das macht sehr viel aus. 12% macht unfassbar viel aus. So, Intox. Was macht der denn hier? Wir hier gemeinsam mit Sedron in die Top-Lane pushen und natürlich den Turret ausgleichen. Verständliche Rotation. Kann man definitiv machen, aber der Wave Clear ist nicht schlecht. Demonize kriegt da Schaden ohne Ende. Das Niedermähen reicht aus, obwohl es genervt ist. Die Range trotzdem hoch genug. Jetzt kommt aber der Twister, der hat die Ulti aktiviert. Ist direkt. Oh, schöner Hook. Ganz wichtig. Goldcard fliegt hinterher. Der Heal aber auch. Jetzt die Ultimate. Die dürfte ausreichen. Die Combo. Aber es genügt nicht. Letzter Auto-Attack kam durch. Oh, schade. Hätte man hier eine Lente und Kalista-Ult-Combo wagen können, wäre er weggekommen. Eieiei, close call. Ganz close.
2:1 aber insgesamt getauscht. Oder 2:0 eher. Na, Turrets hat man ja auch noch bekommen. Gut gemacht von ESG. Die zeigen hier den mysteriösen Affen, wie man zockt. Demonize mit dem Teleport zum ersten Turret, nur um zu sterben. Das ist katastrophal gewesen. Keine gute Aktion hier von ihm. Wollte den Turm verteidigen. Hätte aber auch hinlaufen können. Ist kein weiter Weg. Jetzt das Fass noch da, aber der Turret sehr faul. Da war noch irgendetwas, was er angegriffen hat. Statt der Spinne. Und jetzt kommt No Way For You. Jetzt bin ich mal gespannt. Gegen drei Mann mit super viel CC. Das wird alles andere als einfach. Das Fass ist zur Stelle. Also die Spinne hier forciert. Das war wichtig. No way! Der sieht ihn aber nicht. Hook konnte gerade noch so mit dem Flash verhindern. Jetzt aber keine Ult für diese geklumpte Situation. Na, die Ultimate hat ja auch einen gewissen Cooldown. Oh, das war nicht gut. Jetzt kommt Twisted Fate. Zack, Glänze wurde aktiviert. Schönes Q. Kommt ihr ins Ei und man tauscht den TF. Das hat schon mal gut funktioniert. Upset nun auf der Jagd. Oh, das Q getroffen. Wichtig. Auf Sedrion, aber das Fass wurde durch den Cocoon verhindert. Ei, ei, das ist ja so eine kleine Jagd. Immer wieder hin und her. Aber Demonize. Das ist ärgerlich. Wäre mit am Start gewesen, hätte sich das auf jeden Fall ganz anders angefühlt. So, aber definitiv nicht perfekt. Es steht aber noch vergleichsweise ausgeglichen. Hier will man einfach den Gragas töten. Finde ich ein bisschen unverständlich. Aber ist okay. Red Buff wurde jetzt auch gemacht. Lammerbär kommt jetzt schnell in die Base zurück. Dank des Buffs. Naja. Der Twisted und der Graves. Das sind die beiden, die hier gerne noch am Sterben sind. Neben Upset. Aber er hat hier auch einen harten Fokus und erlebt. Man muss ja bedenken, dass das Team von ESG übelst CC hat. Und wenn dir nichts einfällt, dann bau ein Team, was den Gegner einfach permanent betäubt, hochwirft, festhält, slowt, was weiß ich was. Da kann man definitiv mit arbeiten. Ah, sehr, sehr schön. Alles klar. Anker ist raus. Ultimate und Ghostblade sofort gezündet, aber er trifft den Hook. Trotzdem ist es sehr gefährlich hier unterm Turret. Jetzt kommt nämlich der Gragas. Der hat sein Fass. Kann ihn kurz verlangsamen. Aber der Rest kommt schon dazu. Also hier weiter zu committen. Gerade auf den Tank würde sich nicht lohnen. Demonize hat auch schon die Ulti und alles raus. Also ihm würde es jetzt an Schaden fehlen. Oh, Lamabär. Oh, Lamabär. Du bist sowas von tot. Oh, schade. Übel close. Beinahe die Laterne noch gekriegt. Das hätte, das wäre beinahe noch gut gegangen. No way for you. Sieht jetzt aber die Elise. Der Damage, der ist hoch. Er lässt sich aber erwischen. Ist down. Jetzt hier Zayst eingekreist. Bones, der muss nur noch angreifen. Autotech sitzen. Man kriegt den Support gerettet. Laterne auf eine. Okay. Das war der Tilt. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Missklickt, schreibt er. Alles klar. Das war auf jeden Fall der Missklick des Todes. Wenn er aber das Q und das E verwechselt hat. Aber er ist tot. Tot durch tot. Oh, schöner Hook! Aber kein Tor mehr. Das heißt, man kann die Leute nicht mal mehr aufhalten. Also ich finde, Lamabär macht hier auf jeden Fall einen guten Job. Aber es wirkt sehr sloppy. ESG nutzt das Ganze aus. Na, wenn man übelst viele Fehler macht, dann zeichnet ein gutes Team dadurch aus, dass sie da Kills holen, Gebäude und so weiter. Steht auch mittlerweile 5:2 in den Turrets. Also hier definitiv ESG gut dabei. Na, kann man nicht anders sagen. Gut Upset. Hat auf jeden Fall seinem Namen bisher alle Ehre gemacht. Noch lange nicht optimal, was hier praktiziert wird. Aber ESG, die machen sich nicht schlecht. Wie gesagt, immer so ein paar kleine Macken im Early, habe ich das Gefühl. Aber insgesamt wirken sie sehr, sehr rund. Na, muss ja dazu sagen, sie konnten ja auch gegen das Spandauer Inferno selbst trainieren. Na, und wenn du gegen ein übelst starkes Team trainierst, was heute leider nicht teilnehmen konnte, dann ist natürlich jeder weitere Gegner ein Stück weit entspannter, einfacher, wenn du bereits gegen die Besten gespielt hast. Deshalb hier auch sehr, sehr sauber dabei. Es sind auch alles super hochwertige Spieler. Alles im sehr, sehr hohen Elo-Bereich insgesamt. Mal gucken. Na, mal gucken, wie sie sich hier noch beweisen können. Lichbane fertig.
Hier ist ein sehr wichtiger Power Spike. Also immer wieder den 2-Item-Power Spike hier gut am Nutzen. Der einzige, der wenig Gold im Vergleich hat, ist Phones. Aber ich denke, der hat noch ziemlich viel Heck. Ah, ne, nur 400. Ah, keine Kills. Aber man darf jetzt Sedion die Items nicht so richtig werten, weil er 6 Kills hat. Na, das ist schon abartig. Aber Zero Portal wird bald fertiggestellt werden. Der Mauer von Motius ist die Wahl von Demonize. Das ist das nächste Item. Man geht sehr gut. Magieresistenz hilft gegen Phones. Nautilus macht viel magischen Schaden. Normaler Schaden wirklich nur die Auto-Tags. Und die Passive macht, glaube ich, bei ihm auch mit dem Festhalten auch normalen Schaden. Deswegen Extringer absolut worth. Kann man nehmen. Na, Magieresistenz senkt ja auch den Schaden vom Mastery, also vom Grasp of Undying. Ja, sehr, sehr nützlich. Oh, der Hook auf eine Spinne. Aber auf nur eine kleine. Da nimmt er sich 5 Gold. Ice Cold. Kann man machen. Waveclear natürlich überragend. Na, das ist der große Vorteil von Nanivia. Dass das Belagern, auch wenn man einen Vorteil hat, sehr, 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 sehr schwierig werden kann. Und der Goldvorteil, der ist ja auch relativ gering. Na, das wirkt viel. Aber 6000 Gold mit dem Waveclear kann man leicht überbrücken. Es ist eine gewisse Menge. So, aber das liegt alles auf Sedrion. Sollte Sedrion irgendeinen Fehler machen und sterben, dann verpufft das ganze Gold. Und sein Vorteil hilft halt hier aktuell wenig. Oder kommt er aus dem Busch? Obwohl er die Ult gedrückt hat. Zack, Laterne hilft. Die letzte Karte fliegt hinterher. Oh, die Flashy Plays. Aber es reicht nicht. TF kriegt da den Kill. Tauscht da. Boah, 1:1 insgesamt. Jetzt fallen ja noch weitere Teammitglieder. Mysterious Monkeys auf dem Rückzug. Founder on. Oh, der wurde nach vorne gedrängt. Kommt da noch etwas näher ran. Aber kann ihn da nicht abholen. No way for you. Jetzt in die Zange genommen mit Lama Bear hier in der Mitte. Phones will sie da einkreisen. No way for you. Können jetzt hier ordentlich Schaden an dem Tank machen. Zack, da sehen wir es. Das E heilt nicht. Oh, Phones trennt sich vom Team. Das ist ein bisschen seltsam. Der wird jetzt sterben. Irgendwann. Jetzt. Irgendwann. Jetzt. Alles klar. Ein bisschen länger gedauert und jetzt haben wir den Baron Buff angefangen. Was ich sehr riskant finde, wenn das mitbekommen werden sollte, haben die Mysterious Monkeys einen Vorteil. Also, da war die Trennung Richtung Baron und Phones allein zu lassen nicht gut. Sie waren, finde ich, in einem ganz guten Vorteil. Sind sie auch immer noch, aber ich meine, sie hätten die Situation noch ein Stück weit besser ausnutzen können. Und jetzt, ja, kommt der Baron Call von den Mysterious Monkeys. Bin gespannt, was daraus wird. Phones auf jeden Fall nicht da, sie sind in Überzahl. Kein Tank, der das Ganze verhindern kann. Plus, sie haben Kalista. No way for you, aber wenig Mana. Das wird sehr, sehr gefährlich. Die Karten gehen durch. Magi Phoenix. Butz. Down. Keine Chance. Upset kriegt da den Kill. Auch Intox hier gegen den Baron Buff. Kriegt hier noch einen Auto-Tag ab. Oh, das Ei. Das Ei kann die Laterne offiziell nicht nehmen. Lama Bear von der Seite gibt sich da größte Mühe. Knock-up auf Sedrion. Wichtig. Den muss man jetzt abholen. Aber der wehrt sich. Die Crits sind da. Aber Essien Unterzahl. Wird hier von Graves vernichtet. Ja, das Clowns-Auto, Leute. Es ist bereits vor der Haustür. Ich habe da einen Hupen gehört. 10:12. Die geben nicht auf. Man sieht es. Der Vorteil, der ist halt zwar da, aber wenn man es nicht perfekt spielt, kann man es auch nicht ausnutzen. Hin und her, der Baron ist immer noch der beste Champion. Na, wenn es den in der Kluft geben würde mit 12.000 AP, den würde ich auf jeden Fall Top-Lane Full-Tank spielen. Ja. Hätte ich kein Problem mit. Am besten mit Zero Portal für die besonders kräftigen Viechter, weil die haben ja irgendwie Max-HP-Bonus. Naja, das ist hier schon GG. Ja, wenn man so zuschaut, kriegt man, denke ich, eine gute Meise von. Die wollen wir ja alle haben. Aber Mysterious Monkeys kommen in ihre Items und sie geben nicht auf. Nur wie for you, bald mit dem Rabadons. Dann werden die Frostbisse noch tödlicher. Kalista ist immer gut. Aber sehr, sehr nervig. Blue Buff ist auch eine gute Idee. Das sollte man sich so schnell wie es geht. 700 Damage. Das ist natürlich abartig hoch. Hier auch Fun Fact. Da ist hier so ein Crit-Symbol. Omen. Ah, das Rüstungs- und HP-Item ist in der Lage, den E-Spell um 10% zu reduzieren vom Damage her. Von No Way For You. Na, es zählt als Crit. Genau wie die Kalista.
nicht Kalista, sondern genau wie die Karthus-Qs. Wenn man damit ein Ziel trifft, dann krittet man ja, oder das Symbol kommt, und das ist auch für das Omen ein Zeichen dafür, dass es den Schaden reduzieren muss. Ganz weird, aber Riot hat bewusst gesagt, nö, Omen funktioniert so, Omen reduziert Crit. Und deshalb auch zum Beispiel das Anivia-E, wenn es kombiniert wurde mit Frost. Das normale E reduziert er nicht. Also das Frostlose. Aber wer das Frostlose E macht, der ist verzweifelt. Ja. Der ist einfach nur eine Desperate Housewife. Und das will man natürlich nicht haben. Wow, es gibt ein Clown-Symbol im Chat. Das ist ja nice. Wer hat denn das gemacht? Forsen. Forsen. Der ist clever, ne? Alle abonnieren Forsen bitte, wenn ihr ein Clown-Symbol haben wollt. Das ist ja GG. Aber der Drache Nummer 3 wurde jetzt erledigt. Also ESG setzt auf mehrere Wege das Spiel zu gewinnen. Oh, da kommt sogar noch weg. Der letzte Auto-Tag. Flog zwar über 100 Kilometer. Aber er wird... Ich glaube, der landet da noch nicht mal. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Weil wenn Kalista ihr Ziel nicht mehr sieht, also wenn das in den Busch läuft, dann droppt ja der Auto-Tag irgendwo. Den müssen wir jetzt mal kurz verfolgen. Zack. Ich wette, der landet einfach nur auf dem Boden. Der trifft den nicht. Und er ist in... Er ist verschwunden. Aber ich hatte recht, er hat nicht getroffen. GGWP. Einfach nur... Hat sich einfach nur aufgelöst. Ja, kann man auch machen. Manchmal muss man sich halt einfach auflösen. Wir verdoppeln die Speed. Um ranzukommen an vorherige Situationen. Wenn es irgendwie brutal wird, dann versuche ich so ein bisschen die Geschwindigkeit wieder rauszunehmen. Die Demonize vielleicht am Verteidigen gegen die Zero Minions. Das ist natürlich nicht gerade ein schöner Job. Aber er muss gemacht werden. Gibt doch kein Gold für. Zack, da sieht man's. Man sieht nichts. So, Wave Tier immer noch sehr stark. Einige meinen, er hat getroffen. Leute, er hat nicht getroffen. Wir spulen nachher nochmal zurück. Merkt euch die 25. Minute. Erinnert mich daran. Aber er hat nicht getroffen. Das kann nicht sein, weil sonst ist Kalista buggt. Ja, normalerweise, wenn sie Sicht verliert, ist RIP. Wobei, da war ein Ward oder sowas. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Gucken wir es nachher nochmal an. Aber erstmal hier die Mitte. Komplett bombardiert worden. Conan. Der lockt die Leute weg und somit natürlich der Turm in der Mitte vollkommen frei. No for you muss langsam auf sein Mana-Haushalt achten. Upset on the hunt. Will hier den bekommen. Demonize mit der Ultimate. Kriegt Sedrion nicht. Stattdessen übelsten Schaden. Wird jetzt aber nochmal von seinem Morphemotus gerettet. Lifesteal und Spellvamp auch sehr nützlich. Die Karte, die Gold Card ist ausgewählt. Wow, der lebt halt eiskalt immer noch. Zack, Repel ist da. Conan trollt hier Upset wie blöde. Zack, der kann... Oh, lol, der ist entkommen, GG. GGWP. Kann man machen. So, wir speeden ein bisschen ab. Schauen Demonize beim Farm zu. Auch mit einem Dorans kann man schon viel Leben wiederherstellen. Putz. Da ist auch das Zero Portal Geschichte. Geht jetzt aufs Gauntlet, der gute Found. Iceborn natürlich ein super Item und ich denke von Demonize werden wir langsam Penetration sehen. Kann ich einfach den letzten Atemzug einfach so dazwischen gönnen. Das ist, denke ich, eine gute Variante. Wenn hier vier Rüstungen penetrieren, das Item ist auch billig. Oh, das Item. Es ist auch super billig. Aber Zero Portal steht wieder da. Man bindet den Demonize an die Botlane. Vor uns mit einem großen Vorteil. Wenn sein Team jetzt Quatsch macht, kann es dazukommen. Grace kann ihn nicht abbrechen. Er kann ihm viel Schaden zufügen. Aber abbrechen wird es nichts. Oh, wie schnell der ist. Gut, kommt da dazu. Jetzt hier nochmal das Ghostbild aktiviert. Aber in der Minion Wave willst du nicht kämpfen. Da wird so viel Schaden abgefangen. Und hier natürlich in der Nähe von den Zero Minions ebenfalls. Die kämpfen zwar nicht für einen. Also sie richten keinen Schaden an den Champion. Sie machen einfach nichts. Nur gegen Vasallen kämpfen sie. Aber der Founds, der fightet. Und da oben wird um den Baron getanzt. Ich weiß ja nicht, welcher Fight gorkiger ist. Man sieht doch schon, wie viele Ringe der Grace hat. Na, von seinem E-Spell. Oh, jetzt ist er weg. Hat er richtig viel Armor und richtig viel Magieresistenz gehabt. Deswegen auch kein Schaden erhalten. Niedermähen geht da nochmal durch. Schöner Schaden gegen No4U. Muster Flash, keine Laterne.
Jetzt aber Intox mit dem Problem. Ultet ganz entspannt raus. TP forciert von Phones. Das ist ein Vorteil für Mysterious Monkeys. Knock-up, schöner Flash-Play. Aber er kommt an Sedur nicht ran. Er kann da ebenfalls mit seinem eigenen Flash nochmal raus. Phones, oh Gott, das ist. Der ist da hinterhergekommen, ist nur auf der anderen Seite. Kann da jetzt aber wenig, ja, wenig machen. Hat er nochmal gut getauscht. Wow, der Teleport, Todesbug da oben. Zack. Gehen jetzt hier nochmal zurück. Also es ist noch ein ausgeglichenes Spiel, ihr merkt, es geht relativ lang, habe ich das Gefühl. 5000 Gold Vorsprung, merke ich nicht. Merke ich einfach nicht. QSS natürlich auch schon für Upset fertig. Der ist ja itemtechnisch so unterlegen. Gegen drei Crit-Items, die auch nicht billig sind. Infinity Edge wird, denke ich, als nächstes folgen. Skimitar, ja, auch zum Standard geworden. Jeder holt einfach QSS. Es ist einfach zu gut. Gerade gegen Noi for You mit den Betäubungen. Gegen den Hook. Den wirst du ja komplett los. Aber sonst. Die sind wieder für kurzen Moment Ruhe eingekehrt. Z-World Portal steht zur Verfügung. Er ist noch nicht ganz bei seinem Lieblingsbusch. Jetzt Demonize hier am Drücker. Hat jetzt hier den letzten Atemzug. Kann also 40% der Rüstung, der Bonus-Armor wohlgemerkt, schreddern. Wird aber trotzdem mehr Schaden anrichten, aber es ist nicht viel mehr. Please. In der Nähe. Schöner Ward-Einsatz. Wow, die wollen wirklich zum Baron. Ich kann es verstehen, mit Kalista kann man den wunderbar anfangen. Er hat es auf jeden Fall so getan. Oh, das war nicht perfekt. Der kommt an Sedrio niemals ran. Jetzt der Twisted Fate eventuell gleich zur Stelle. Fokus auf die Elise. TF ist jetzt hier in der Nähe. Zack. Oh, da geht er zu weit nach vorne. Upset sofort down. Das war ein riesen Fehlschlag. Jetzt kommt nämlich der Rest dazu. No Will for You kommt ins Ei. Hat keine Chance. Demonize wehrt sich verbissen. Aber gegen drei Mann mit diesem Sedrio hast du null Chance. Ärgerlich. Upset. Einmal zu weit nach vorne gesprungen. Nicht geflasht. Lamabär nicht disengaged mit der Ultimate. Aber mit sowas rechnet man auch nicht. Kalista Ult auch nicht perfekt. Das ist ärgerlich und bedeutet wahrscheinlich hier die Niederlage. Drei Leute tot. Vier Leute tot. Entschuldige mich. Lamabär der Einzige, der das noch verteidigen kann. Vielleicht mit dem Fass. Aber ich glaube es nicht. TF macht auch abartigen Schaden gegen die Turrets mit dem Lichbane. Zack, da war die Ult. Da ist der Bauchrammer. Und das war's. ESG besiegt die Mysterious Monkeys. Sehr, sehr gut gemacht. Aber wir gehen nochmal zur 17. Minute. Denn wir wollen ja diesen TF sehen. War das 17.? Leute, welche Minute war denn das?